Herzlich willkommen zur Videoserie der Johannisbad Hotels. Mein Name ist Corinna Fasching, ich bin die Hoteldirektorin hier im Thermalhotel Ludwig Thoma. Das heutige Thema ist Lavendel. Das Motto der Johannisbad Hotels ist gesund genießen. Im letzten Jahr wurde erstmalig rund um die Brasserie Le Pastis, das hoteleigene Restaurant, Lavendel angebaut. Im Sommer diesen Jahres haben wir den Lavendel geerntet und verwenden diesen nun auf vielfältige Weise. Schon beim Check-in bekommen die Gäste ein erfrischendes Lavendelgetränk serviert. Vor allem nach einer langen Reise hilft das Getränk, hier gut anzukommen, um einfach auch einen guten Start hier in den Urlaub zu haben. Der Lavendel wird auch als Dekoration für die Hotelräumlichkeiten verwendet. Wir verarbeiten Lavendel in Gläsern. Lavendel wird bei uns auch in Lavendelsäckchen eingearbeitet. Der von uns geerntete Lavendel wird dann auch zu Sträußchen gebunden, die wir dann auch im Restaurant an die Gäste verschenken. Speziell in dieser Jahreszeit erfreuen sich unsere Gäste über einen entspannenden Lavendeltee, den sie dann genießen können. Als besonderen Genuss bereitet unser Küchenchef auch Lavendeleis, dekoriert mit Lavendelblüten und frischen Früchten zu. Im Restaurant können unsere Gäste aus verschiedenen Getränken wie Lavendeltee, Lavendelweißweinschorle und weiteren erfrischenden Lavendelgetränken auswählen. Zum Abschied erhält jeder Gast dann ein kleines Geschenk, ein Lavendelsäckchen, das bekanntlich Stress und Sorgen vertreibt. Durch den angenehmen Duft haben die Gäste dann eine kleine Erinnerung an das Thermalhotel Ludwig Thoma. Wie Sie sehen, haben wir das Thema Lavendel mit ganz vielen Ideen für unsere Gäste umgesetzt.